Wir befinden uns in der Vorlesung Gesellschaftsrecht Vertiefung Römisch 2 GmbH. Wir haben uns in der vergangenen Stunde über die Gesellschafter, namentlich über die Haftung der Gesellschafter unterhalten und werden uns diese Stunde mit dem Aufsichtsrat beschäftigen. Jetzt denken Sie, Aufsichtsrat, sind wir denn hier im Aktienrecht? Ist das die falsche Vorlesung? Nein, auch in der GmbH kann man einen Aufsichtsrat einrichten, geregelt in § 52. Wir haben heute ein relativ volles Programm. Hier unten ist eine Zeile etwas abgeschnitten, aber wir fangen an, wieder mit einer Wiederholung, werden uns dann beschäftigen mit diesem besagten § 52 und werfen dann noch einen Blick auf die Mitbestimmung nach arbeitsrechtlichen Grundsätzen. Die arbeitsrechtliche, unternehmerische Mitbestimmung ist nicht Klausurstoff, das heißt, die müssen Sie nicht kennen. Das heißt, da haben Sie eh kein Gesetz in der Klausur dabei, das bringt auch nicht, wenn Sie sich damit intensiv befassen. So einfach ist das. So, bevor wir aber zum Aufsichtsrat kommen, wollen wir noch kurz wiederholen, was wir letzte Woche gemacht haben. Und ich habe zuerst versucht, Ihnen ganz am Anfang der letzten Stunde zu erklären, unter welchen Umständen haften die Gesellschafter, nicht die Geschäftsführer, unmittelbar den Gläubigern auf Erfüllung und oder Schadensersatz. Was fällt Ihnen dazu ein? Wann haften die Gesellschafter im Außenverhältnis gegenüber den Gläubigern? Ja. Ich glaube, ein ganz wesentlicher Aspekt ist die Vermögensvermischung. Dann, wenn die Vermögen der Gesellschafter und der Gesellschaft miteinander vermischt werden, das Argument dafür ist, dass wenn die Gesellschafter selber schon die beschränkte Haftung und das Haftungssystem der GmbH nicht ernst nehmen, dass erst recht die Gläubiger dieses Haftungssystem nicht ernst nehmen müssen. So ist es. Also, wenn wir eine Vermögensvermischung haben und es gar kein separates Vermögen der Gesellschaft und der Gesellschafter mehr gibt, dann können die Gläubiger auf diese Gesamtmasse, wo Gesellschaftsvermögen und Gesellschaftervermögen vermischt ist, auch direkt zugreifen. Die Idee dahinter ist, wenn die Gesellschafter schon die Existenz der GmbH dadurch leugnen, dass sie ihr Vermögen mit dem Vermögen der Gesellschaft vermischen, dann kann man auch nicht von den Gläubigern erwarten, dass sie auf ein Gesellschaftsvermögen zugreifen, was ja ohnehin nicht abgrenzbar existiert. Dann kann man automatisch vollstrecken gegen die Gesamtvermögensmasse und das ist halt das Vermögen des Gesellschafters, vermischt mit dem Vermögen, was eigentlich der Gesellschaft gehören würde. Wir haben auch gesehen, ansonsten erkennen wir grundsätzlich keine Außenhaftung an, weder wenn die Gründung einer GmbH scheitert, noch wenn irgendwelche Einlagen zurückgewährt werden. In all diesen Fällen haften die Gesellschafter nur im Innenverhältnis. Wir haben relativ lange mit der alten Rechtsprechung zur Haftung uns beschäftigt und ich habe versucht, Ihnen darzulegen, was die Rechtsprechung unter einem qualifiziert faktischen Konzern verstand, warum man also eine Haftung des herrschenden Unternehmens für Verluste der Tochtergesellschaft angenommen hat. Da habe ich versucht, Ihnen den Verlauf der Rechtsprechung darzustellen, angefangen mit den frühen Entscheidungen bis schließlich zur Videoentscheidung. Was fällt Ihnen ein zu dieser alten Rechtsprechung, die es früher mal gab? Was war die Überlegung dahinter? Haben Sie alles vergessen, was ich gesagt habe, es gilt eh nicht mehr. Aber manchmal ist es auch wichtig zu wissen, wie man dahin gekommen ist, wo man heute steht. Und Sie haben ja gesehen, das wechselt so ungefähr alle 2 Jahre. Das heißt, egal was Sie jetzt lernen, veraltet eh wieder in den nächsten Monaten. Was war die Idee des qualifiziert faktischen Konzerns? Habe ich eine ganze Stunde Ihnen die Fälle erzählt, wie der BGH sich da immer tiefer reingeritten hat. Ja? Ich glaube, das Problem war so ein bisschen, dass beim faktischen Konzern ja erstmal, dass das Konzernrecht keine Anwendung findet, was im Aktienrecht entsteht. Und da ist ja ein gewisser Schutz auch für die beherrschte Gesellschaft in der Republik, unter anderem der Verlustausgleich. Und ich glaube, den wollte ich ein bisschen kompensieren. Ja.
Also, wir haben im Aktienrecht ein eigenes Recht für faktische Konzerne und das sagt, Sie müssen einen Abhängigkeitsbericht liefern, wo Sie sagen, welche nachteiligen Maßnahmen Sie denn veranlasst haben und Sie müssen genau diese nachteiligen Maßnahmen auch ausgleichen. Im Aktienrecht haben Sie die einfachere Möglichkeit, einen Beherrschungsvertrag abzuschließen. Im Beherrschungsvertrag haben Sie eine umfassende Pflicht, alle Verluste auszugleichen. Egal, ob Sie die verursacht haben oder ob der Markt die verursacht hat oder der Zufall, Sie müssen alle Verluste, die im Geschäftsjahr auftreten, einfach ausgleichen. Die Gesellschaft steht am Ende des Geschäftsjahres immer so da wie am Anfang. Dafür haftet die herrschende Gesellschaft im Vertragskonzern. Im faktischen Konzern müssen Sie dagegen sagen, ich habe das und das gemacht und müssen jeden einzelnen Verlust, den Sie veranlasst haben, auch ausgleichen. Im GmbH-Recht haben wir diese Nachteilsausgleichspflicht nicht, denn wir haben keine Möglichkeit, die einzelnen Nachteile zu ermitteln. Stattdessen messen wir das alles immer an der Treupflicht und sagen, ein Gesellschafter darf nicht sich auf Kosten der anderen bereichern. Das scheitert aber, wenn ein Gesellschafter so viel Macht hat, dass er jede Entscheidung alleine fällt, ohne die anderen zu fragen. Wenn er also ohnehin den Geschäftsführer selber stellt, dann braucht er keine Weisung mehr zu erteilen, sondern macht das einfach, wie er will. Und für diesen Fall hat die Rechtsprechung gesagt, wer schaltet und waltet, wie er will, der muss so behandelt werden, als hätte er einen Beherrschungsvertrag geschlossen und muss alle Verluste verschuldensunabhängig ausgleichen, wie jemand, der einen Beherrschungsvertrag hat. Sie erinnern sich, es fing damit an, dass man sagte, es müssten unvernünftige Entscheidungen getroffen worden sein, das wurde dann aber gestrichen. Dann wurde gesagt, es muss sich bereichern, auch darauf wurde verzichtet. Am Ende stand einfach nur, wer so viel Macht hat, dass er allein die Geschicke leiten kann, der haftet auch auf Verlustausgleich. Wer sich also so aufspielt, als sei er der Herr im Haus, der riskiert, dass er mit seinem Privatvermögen für alle Schulden haftet. Autokran haben wir gemacht, Video haben wir gemacht. Die sehen also, das war eine dramatische Entwicklung, die dazu führte, dass am Ende, wenn man Alleingesellschafter war, man für alles haftete. Und dieses Ergebnis war dann doch wieder zu viel des Guten. Stattdessen haben wir heute eine Haftung des Gesellschafters oder der Gesellschafter für existenzvernichtende Eingriffe. Was ist denn ein existenzvernichtender Eingriff? Was setzt der nach aktueller Rechtsprechung voraus? Ja? Ohne die Details aufzählen zu können, glaube ich, dass der Anwaltspunkt 826 BGB ist, das Sittenwidrigkeit. Ja, in der Tat. Also die Rechtsprechung sagt, die Gesellschaft, also die GmbH, hat gegen ihre Gesellschafter einen Anspruch aus 826 BGB, wenn die Gesellschafter die Gesellschaft vorsätzlich sittenwidrig schädigen. Da stellt sich die Frage, wann schädigt ein Gesellschafter denn eine GmbH sittenwidrig? Und da haben wir gesehen, knüpft die Rechtsprechung daran an, grundsätzlich ist nur das Stammkapital geschützt, aber wenn die Gesellschafter die Gesellschaft liquidieren wollen, müssen sich an das gesetzliche Verfahren halten und zuerst alle Schulden begleichen und dann den Laden dicht machen und das Ganze aus dem Register löschen lassen. Sie können aber nicht einfach in die Kasse greifen, das Geld untereinander verteilen und das Ganze dann vor die Wand laufen lassen. Eine solche kalte Liquidation ist verboten. Sprich, Geldentnahme zum eigenen Nutz, die in die Insolvenz führt, ist immer sittenwidrig. Und der BGH begründet das damit, dass er sagt, das Gesellschaftsvermögen ist nicht vorrangig für die Gesellschafter da, sondern vorrangig für die Befriedigung der Gläubiger. Und erst wenn alle Gläubiger befriedigt sind, kann man den Rest unter die Gesellschafter verteilen. Also die Gesellschafter haben das vorrangige Interesse am Geld. Jetzt steht hier, inwieweit hat sich dieses Institut im Laufe der Zeit verändert? Was meine ich denn damit? Klingt doch eigentlich relativ intuitiv. 826, Anspruch der GmbH gegen die GmbH-Gesellschafter auf Ersatz für den existenzvernichtenden Eingriff. Was meine ich damit? Inwieweit hat sich dieses Institut im Laufe der Zeit verändert?
Wie kann sich denn sowas verändern? Das ist ja komisch. Was meine ich denn wohl damit? Hat sich was verändert? Ja? Naja, im Laufe der Zeit sind ja neue Konstruktionen, also rechtliche Konstruktionen hinzugekommen. Zum Beispiel, wenn ich an Cash-Pool-Verträge oder sowas denke. Ja. Dass dann unter Umständen vielleicht die Maßstäbe der Sittenwidrigkeit an diese zulässigen Mittel angepasst worden. Ja, die Spur ist schon gar nicht schlecht. Cashpool ist in der Tat das Problem. Sie müssen dabei berücksichtigen, das Ganze ist entwickelt worden Anfang der 2000er Jahre. Und damals war das GmbH-Recht noch anders als heute. Die GmbH-Reform war ja erst 2008. Das heißt, ursprünglich hat der BGH gesagt, dass diese Haftung aus existenzvernichtendem Eingriff subsidiär ist gegenüber dem, was in § 30 und 31 steht. Dann hat der Gesetzgeber § 31 aufgeweicht, indem er halt 30 Absatz 1 Satz 2 und Satz 3 eingefügt hat. Sie erinnern sich düster, da steht drin, Sie dürfen an die Gesellschafter Geld zurückzahlen, wenn es einen vollwertigen Gegenleistungsanspruch gibt. Da steht auch drin, Gesellschafterdarlehen sind auf keinen Fall eine Rückzahlung. Die Rechtsprechung hat dann entschieden, dass es nicht mehr subsidiär ist, sondern dass die beiden Instrumente nebeneinander parallel Anwendung finden. Das heißt, auch eine Maßnahme, die unter § 30 Absatz 1 Satz 2 fällt und privilegiert wäre, kann einen existenzvernichtenden Eingriff darstellen. Es kann also sein, dass das Gesetz die nicht als Kapitalrückerstattung qualifiziert, also nicht als Verstoß gegen die Kapitalerhaltung, es aber trotzdem eine vorsätzliche sittenwidrige Schädigung ist, weil die Zahlungsfähigkeit der GmbH eingeschränkt wird. Wenn die GmbH nur Ansprüche gegen ihre Gesellschafter hat, kann sie damit keine Sachen kaufen. Sie ist nicht liquide, sie hat ja nur Ansprüche, nur Forderungen in der Bilanz. Mit Forderungen kann man keine Rechnungen bezahlen, also kann die Gesellschaft zahlungsunfähig sein, obwohl ihr Stammkapital rechnerisch noch voll vorhanden ist. Das heißt, die eine wichtige Änderung war, dass die Rechtsprechung gesagt hat, es besteht nebeneinander. Die zweite wichtige Änderung ist, dass die ganze Sache aus 826 hergeleitet wird. Das machen wir auch erst seit Ende 2007. Vorher haben wir das als Anspruch sui generis in Ergänzung zu § 30 hergeleitet und teilweise wurde es sogar als Außenhaftung angesehen, nicht nur als Innenanspruch der GmbH gegen ihre Gesellschafter. Das heißt, dadurch, dass der Gesetzgeber die Schrauben bei 30 etwas gelockert hat und gesagt hat, ich kann mehr Geld einfach so auszahlen, hat die Rechtsprechung versucht, das zu korrigieren über 826 und hat gesagt, aber nur in der Grenze, dass die Gesellschaft noch handlungsfähig bleibt und die Gläubiger noch wirklich Vermögen haben, auf das sie zugreifen können. Insofern wird § 30 ergänzt durch diesen existenzvernichtenden Eingriff. Das ist die aktuelle Lage. Letzte Frage, inwieweit unterscheidet sich die Zuständigkeit der Gesellschafter in der GmbH von der Zuständigkeit der Hauptversammlung einer Aktiengesellschaft und warum ist das so, dass die Zuständigkeit der Gesellschafter in der GmbH anders ist als diejenige der Hauptversammlung in der Aktiengesellschaft. Könnte man doch auch parallel regeln, würde vielleicht auch viel Regelungsaufwand sparen.
Wo steht da was zur Zuständigkeit der Gesellschafter in der GmbH? Ja. 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 Mhm. Und also das liegt vor allem daran, dass die Aktiengesellschaft ja eine völlig andere Struktur hat als die GmbH. Die AG ist ja eher als Kapitalsammelstelle gedacht, wo möglichst viele einfach nur Geld reinschießen wollen. Ja. Und man ein ganz professionelles Management gibt durch den Vorstand. Und die GmbH ist ja eine viel persönlichere oder personalistisch gestaltete Körperschaft, wo man einfach die Gesellschaft dann viel mehr zutraut und denen die ganze Verantwortung geben will, weil sie auch viel weniger. Ja, in der Tat, in der Aktiengesellschaft ist die Hauptversammlung weitgehend entmachtet. Sie kennen § 119 Absatz 2 Aktiengesetz, wo drin steht, dass die Hauptversammlung über Geschäftsführungsmaßnahmen nur entscheiden darf, wenn der Vorstand sie ausdrücklich fragt. Ganz viele andere Zuständigkeiten der Gesellschafter haben ganz andere Erklärungen. Es gibt in der GmbH grundsätzlich keinen Aufsichtsrat. Das heißt, alles, was in der AG der Aufsichtsrat machen muss, muss ja irgendjemand tun und deshalb machen das hier die Gesellschafter. Und der dritte Grund ist, dass man sagt, eine Hauptversammlung ist ein riesenorganisatorischer Aufwand. Das heißt, sie müssen aufwendig einberufen, sie müssen Hallen mieten, sie müssen Catering buchen. Das macht man nur selten. Deshalb hat die Hauptversammlung nur einen ganz geringen Einfluss auf die Kontrolle und Geschäftsführung einer Gesellschaft. Eine Entscheidung der Gesellschafter können Sie hingegen recht schnell herbeiführen. Müssen Sie unbedingt eine Versammlung durchführen, wenn Sie eine GmbH haben, um eine Entscheidung der Gesellschafter herbeizuführen? Kann man nur so Weisungen erteilen, wenn wirklich alle sich mal in der Dorfkneipe treffen? Ja? Man kann das zum Beispiel auch über Umlaufverfahren machen, dass dann der Beschluss sozusagen rumgeht? Ja, Sie können ein Umlaufverfahren machen in der Gestalt, dass sie die Sache einfach rumschicken von Person zu Person. Jeder setzt ein Häkchen drunter und sagt, ja, ich bin dafür. Und damit können sie auch Beschlüsse fassen, ohne dass sie sich ständig treffen müssen. Das heißt, sie können hier relativ schnell und flexibel zu Ergebnissen kommen. All das geht in der Aktiengesellschaft nicht. Und dadurch sparen sie sich halt ganz viel Aufwand. Ebenso sind die Einberufungsfristen weitgehend frei regelbar. Die Einberufungsmechanik ist frei regelbar. Sie brauchen keinen Bundesanzeiger oder eingeschriebene Briefe. Sie können einfach so einberufen per E-Mail und sagen, wir treffen uns, wenn der Gesellschaftsvertrag das so vorsieht. Sie haben also schnell, einfach und effizient und dadurch kann man ihnen auch mehr Kompetenzen zuweisen. Deshalb ist es auch immer etwas kritisch, wenn man von Gesellschafterversammlung spricht, denn die müssen sich ja gar nicht versammeln, die entscheiden einfach nur als Gruppe über die Schicksale ihrer Gesellschaft. Einen Notar brauchen Sie bei der GmbH immer nur dann, wenn Sie die Satzung ändern wollen. Wenn Sie eine normale Gesellschaftsversammlung abhalten, können Sie es einfach so am Tisch machen und entscheiden, wie Sie wollen. Wir werden uns noch mit einem Problem etwas näher beschäftigen, ganz am Ende dieser Veranstaltung. Das ist, was passiert, wenn ein Beschluss fehlerhaft ist. Das heißt, wenn er rechtswidrig ist oder nichtig ist. Sie wissen alle, in der Aktiengesellschaft gibt es dann diese Anfechtungsklagen, es gibt die räuberischen Aktionäre, es gibt ein Freigabeverfahren. In GmbH-Gesetz werden Sie feststellen, da gibt es gar keine Regelungen zu. Das Problem ist also schlicht ungeregelt. Und der Grund dafür ist, dass der Gesetzgeber damals davon ausgegangen ist, dass es gar keine rechtsverbindliche Feststellung von Beschlüssen der GmbH gibt. Wenn Sie am Tisch sitzen und die eine Hälfte sagt ja, die andere Hälfte sagt nein, gibt es keinen, der entscheidet, ob jetzt Ja oder Nein zustande gekommen ist. Das heißt, theoretisch müssten Sie eine Feststellungsklage erheben, ob überhaupt etwas beschlossen worden ist und wenn ja, was. Davon ging der Gesetzgeber damals aus. In der Praxis funktionieren die natürlich nicht ganz so. Sie wollen im Zweifel Klarheit haben. Das heißt, Sie benennen einen Versammlungsleiter, der verbindlich entscheidet, welcher Beschluss zustande gekommen ist und welcher nicht. Und dann, wenn Sie das haben, gilt auch wieder, wie im Aktienrecht, eine Anfechtungsfrist. Aber das schauen wir uns noch an. Heute machen wir zunächst mal den Aufsichtsrat.
Der Aufsichtsrat. Ich habe Ihnen gesagt, dem GmbH-Gesetzgeber war der genau einen einzigen Paragraphen wert, nämlich Paragraph 52. Was müssen Sie tun, um einen Aufsichtsrat zu schaffen? Ganz einfach, Sie müssen es in den Gesellschaftervertrag reinschreiben. Wenn Sie keine Regelung im Gesellschaftervertrag haben, haben Sie auch keinen Aufsichtsrat. Das sieht das GmbH-Gesetz so vor. Sie können auch andere Organe schaffen. Diese haben eine Freiheit, was sie an Organen schaffen wollen. Sie können zum Beispiel einen Beirat schaffen, einen Ältestenrat, einen Rat der Weisen. Sie können einen Verwaltungsrat schaffen, einen Gesellschafterausschuss, in dem die wichtigsten Leute sich treffen. Es ist Ihnen völlig unbelassen, wie Sie das regeln. Die Regeln des 52 finden auch auf ein solches Organ, das einen anderen Namen hat, Anwendung, wenn dessen Funktion im Wesentlichen im Aufsichtsrat vergleichbar ist. Was heißt vergleichbar? Dazu brauchen Sie zwei Voraussetzungen. Die erste ist, es muss ein Organ sein, was überwacht, was die Tätigkeit der Geschäftsführer kontrolliert, Berichte anfordert, möglicherweise nachfragt und darauf reagiert. Die zweite Voraussetzung, die ist umstritten, ist, dass die Mitglieder dieses Organs weisungsfrei sein müssen. Man sagt, wenn die ohnehin nur der verlängerte Arm der Gesellschafter sind, haben sie nicht die Rolle eines Aufsichtsrates, die müssen selbstständig von dem Willen der Gesellschafter agieren. Wenn die beiden Voraussetzungen, Überwachungstätigkeit und Weisungsfreiheit, gegeben sind, gelten die Vorschriften des Aktienrechts grundsätzlich entsprechend. Egal wie Sie es nennen, ob Sie draufschreiben Aufsichtsrat, Beirat, Ältestenrat, Überwachungsrat oder wie Sie es auch nennen, dann gelten diese Vorschriften. Ja, das ist einfach. Frage, warum sollten Sie einen Aufsichtsrat schaffen? Der Grund dafür ist zunächst mal naheliegend, wenn Ihre konkrete GmbH eher kapitalistisch geprägt ist. Wenn Sie selber keine Lust haben, ständig zu Gesellschaftsversammlungen zu gehen, soll das gefälligst jemand für Sie machen. Ganz am Anfang, als ich Ihnen versucht habe zu erklären, welche Regelung man in der Satzung machen kann, habe ich Ihnen gesagt, bei Venture Capital zum Beispiel haben die Kapitalgeber kein Interesse daran, das alles im Detail zu überwachen. Das soll gefälligst jemand für die machen und einen kurzen Executive Summary von 5 Zeilen liefern. Mehr will der Geldgeber nicht lesen, mehr will er auch nicht entscheiden. Dafür muss er aber kompetente Leute einsetzen und das macht er mit einem Aufsichtsrat. Dann haben Sie ähnlich wie in der AG auch nur eine seltene Gesellschafterversammlung und haben Ihre Ruhe. Zweitens, das ist aber umstritten, es können Aufsichtsräte dazu führen, dass Leute Ihnen eher trauen. Wenn Sie sagen, in unserem Aufsichtsrat sitzt Roman Herzog und Johannes Rau, der ist tot, der sitzt dann sicher nicht mehr, und, weiß ich nicht, Helene Fischer, dann denkt jeder, das ist ein tolles Unternehmen, da sitzen kompetente Leute, die das überwachen. So ist die Idee. Das heißt, allein, dass man den Namen nennen kann, führt dazu, dass man kreditwürdiger wird. Dann natürlich ist ein Aufsichtsrat eine Möglichkeit, wie Sie sich Fachleute reinholen können. Wenn Sie sich Bill Gates in den Aufsichtsrat holen, können Sie davon ausgehen, dass der vielleicht etwas Schlaues beitragen kann zu Ihrem Hightech-Unternehmen und Ihnen gute Ideen liefert. Der wird vielleicht auch verpetzen bei Microsoft, aber immerhin haben Sie dann jemanden, der Kompetenz bringt, ohne für Sie zu arbeiten, als kein Angestellter, oder Geld haben zu wollen, also Geld im Sinne von Dividende. Der kriegt dann sein Beraterhonorar und Sie haben intern jemanden, der Ihnen Tipps gibt und sagt, das geht in eine falsche Richtung hier. Und last but not least natürlich in den städtischen Betrieben. Also wenn eine Stadt ein Schwimmbad oder ein Krankenhaus oder eine Stadthalle als GmbH betreibt, hat das einen ganz praktischen Grund. Sie wollen die ganzen Politiker gut versorgen, also geben Sie denen einen Posten im Aufsichtsrat irgendeiner städtischen Gesellschaft. Da verdienen die ordentlich Geld und die Bürger ärgern sich nicht, weil die sich denken, ach ja, das sind ja fähige Leute, die hier im Aufsichtsrat sitzen. Und rein praktisch kann natürlich dann der Aufsichtsrat auch Einfluss nehmen und dafür sorgen, dass die jeweiligen städtischen Unternehmen auch im Interesse der Allgemeinheit tätig werden und nicht zu gewinnorientiert, sondern eher Daseinsvorsorge orientiert arbeiten. Zum Beispiel hier in Bonn, dass man sagt, sie kriegen billigen Strom, sie kriegen billige Verkehrsmittel. Dafür sorgen dann die Aufsichtsratsvertreter der öffentlichen Hand.
Ja, wenn wir uns diesen 52 angucken, sagt er im Wesentlichen, dass bestimmte Normen, aber dummerweise nicht alle, des Aktienrechts entsprechend geltend. Und da drängt sich die Frage auf, wie kann ich diese aktienrechtlichen Normen im GmbH-Recht überhaupt anwenden? Denn das Ganze hat das Problem, dass in der GmbH ja Satzungsfreiheit gilt. Ich kann also durchaus von einzelnen oder sogar von allen diesen Regelungen in der Satzung abweichen. Das heißt, es gilt nur dann, wenn in der Satzung was fehlt, aber es gilt auch nur so weit, wie das Aktiengesetz was regelt. Das heißt, wir haben da einen Flickenteppich aus Satzungsregelung, aktienrechtlicher Regelung und fehlender Regelung. Noch wichtiger ist aber, dass im konkreten Fall die Satzungsregelungen, die Sie treffen, grundsätzlich aus dem Aufsichtsrat was ganz anderes machen können. Sie können aus einem Aufsichtsrat theoretisch durch Ihre Satzungsgestaltung, weil ja Satzungsfreiheit gilt, daraus einen verlängerten Arm der Gesellschafter machen oder einen Weg, damit einzelne Gesellschafter mehr Macht ausüben können als andere. Dann drängt sich die Frage auf, kann ich ein Organ, was sozusagen mehr Macht oder was anderes macht als ein Aufsichtsrat, denn überhaupt noch Aufsichtsrat nennen? Oder man könnte es auch so ausdrücken, wann ist ein Aufsichtsrat noch ein Aufsichtsrat und wann darf er diesen Namen nicht mehr führen, sondern wird irgendwie eine Plauderstube, eine Teestube? Das heißt, diese Fragen müssen wir uns stellen und das Ganze wird dadurch verschärft, dass der Aufsichtsrat in der GmbH nicht die Interessen der Allgemeinheit vertritt, sondern wirklich nur die Interessen der Gesellschafter. Der Aufsichtsrat ist der verlängerte Arm der Gesellschafter und damit erschöpft sich grundsätzlich auch seine Rolle, denn es gibt keine Arbeitnehmervertreter, außer wir sind hier in der Mitbestimmung. Der Aufsichtsrat ist zudem auch in der GmbH nur ein Überwachungsorgan. Das heißt, er hat das Weisungsrecht nicht. Die Gesellschafterversammlung ist vielmehr das Organ, was die Weisungen erteilt. Der Aufsichtsrat ist also relativ machtlos. Die Gesellschafter haben immer auch den längeren Hebel. Die entscheiden über die Bestellung des Geschäftsführers, die entscheiden über die Abberufung des Geschäftsführers, die entscheiden über Schadensersatzansprüche und die erteilen sogar Weisungen. Schließlich entsteht die Pflicht zur Einrichtung des Aufsichtsrats erst mit der Eintragung. Das heißt, im Zeitraum zwischen notariellem Vertrag und Eintragung im Handelsregister gibt es keinen Aufsichtsrat. Da handeln die Geschäftsführer so, wie sie wollen. Man kann schon einen Aufsichtsrat bestellen, das ist aber rein freiwillig. Damit hat man so insgesamt das Gefühl, dass so ein fakultativer Aufsichtsrat im Grunde eher so eine Shownummer ist. Da sitzen Leute, die überwachen, aber zu sagen haben sie praktisch nichts. Die Entscheidungen fällt immer noch die Gesellschaftsversammlung, und zwar sowohl im Hinblick auf die Personen, wer wird Geschäftsführer und wann entlässt man den Geschäftsführer? Und im Hinblick auf die Inhalte, was macht der Geschäftsführer? Und schließlich auch im Hinblick auf die Überwachung, denn das Gesellschafterinformationsrecht nach 51a ist ebenfalls unentziehbar. Selbst wenn ich einen Aufsichtsrat habe, hat jeder Gesellschafter einen umfassenden Informationsanspruch. Das heißt, der Aufsichtsrat selber macht relativ wenig. Sie können einen Aufsichtsrat auch jederzeit wieder loswerden. Sie brauchen dafür die Dreiviertel Mehrheit, um die Satzung zu ändern. Sobald Sie die Satzung geändert haben, ist der Aufsichtsrat wieder weg. Sie müssen auch keinen Grund dafür nennen. Sie können einfach sagen, keine Lust mehr, zu teuer, zu blöd. Einfach Satzung ändern, der Aufsichtsrat ist wieder weg. Was anderes gilt nur dann, wenn einzelne Gesellschafter ein Sonderrecht haben. Insbesondere bei diesen städtischen Gesellschaften haben halt die Städte ein besonderes Recht, Vertreter im Aufsichtsrat zu haben. Das können sie denen nur entziehen, wenn die Stadt auch zustimmt. Das heißt, wenn irgendeiner ein Recht hat, im Aufsichtsrat vertreten zu sein, geht das nur mit dessen Zustimmung wieder aufzuheben. So, was kann ich am 52 ändern? Grundsätzlich müssen Sie sich an nichts halten, aber
zwingend sind 35a und 71.5. Auf Geschäftsbriefen müssen Sie den Aufsichtsratsvorsitzenden nennen. Das heißt, die Publizitätspflichten können Sie nicht ausschließen. Was Sie auch nicht ausschließen können, ist die Geheimhaltungspflicht. Die Idee ist, ein Aufsichtsrat, der munter alles ausplaudern darf, kann seine Tätigkeit nicht erfüllen. Der Aufsichtsrat muss also geheimhaltungspflichtig bleiben. Und Sie können die Haftung des Aufsichtsrats für falsche Angaben nach 85 GmbH-Gesetz nicht ausschließen. Das heißt, wenn der Aufsichtsrat nach außen hin lügt, muss er strafbar ins Gefängnis. Auch das können Sie ausschließen. Sie können keinen von der Strafbarkeit befreien. Das hat das Strafrecht aber generell so an sich. Was Sie auch nicht machen können, ist dem Aufsichtsrat die Stellvertretung der Gesellschaft einzuräumen. Weil die Vertretung der Gesellschaft folgt nach 35 durch die Geschäftsführer und der Aufsichtsrat kann nicht die Vertretung übernehmen, weil das würde in die Außenverhältnisse eingreifen. Auch die Abberufung der Geschäftsführer aus wichtigem Grund kann nicht abgegeben werden. Die Gesellschaftsversammlung muss zwingend befugt sein, die Geschäftsführer aus wichtigem Grund abzuberufen, weil das ein essentielles Recht ist, um den einzelnen Gesellschafter zu schützen. Das kann er nicht auf den Aufsichtsrat übertragen, das muss er selber behalten. Ebenfalls nicht einräumbar ist die Befugnis zur Satzungsänderung. Der Aufsichtsrat darf nicht befugt sein, die Satzung ohne Zustimmung der Gesellschaftsversammlung zu ändern. Der Grund dafür ist wiederum, die Gesellschafter sollen geschützt werden vor einer übermäßigen Macht Dritter, die nicht notwendig Gesellschafter sein müssen. Ansonsten können Sie aber die Kompetenzen des Aufsichtsrats weitgehend frei gestalten. Umstritten ist aber, was gilt, wenn Sie etwas als Aufsichtsrat bezeichnen, was gar kein Aufsichtsrat ist. Also wenn Sie da wirklich nur eine Marionettentruppe hinstellen, dass alle Strohmänner sind und überhaupt nichts tun, ob Sie dann noch von einem Aufsichtsrat sprechen können. Und konkret betrifft das einen Aufsichtsrat, der keine Einsichtsrechte hat. Wenn der Aufsichtsrat noch nicht mal in die Bücher reingucken kann oder wenn der Vorstand, wissen Sie, hier die Geschäftsführer keine Informationspflichten haben, das heißt, bei Fragen einfach sagen können, sagen wir dir nicht, dann kann ein Aufsichtsrat keine Aufsicht ausüben, dann ist der wertlos. Dann ist fraglich, ob Sie einen solchen Aufsichtsrat überhaupt Aufsichtsrat nennen dürfen. Dasselbe Problem tritt auch auf, wenn Sie sagen, der Aufsichtsrat besteht aus den Geschäftsführern oder alle Geschäftsführer sind Aufsichtsratmitglieder, dann haben Sie das Problem, niemand kann sich selbst überwachen, dürfen Sie ein solches Organ Aufsichtsrat nennen. Und schließlich, wenn Sie den Aufsichtsrat unmittelbaren Weisungen unterwerfen und sagen, der Aufsichtsrat muss das tun, was die Gesellschaftsversammlung ihm sagt, ob Sie dann auch noch sagen können, das ist ein Aufsichtsrat. Das ist extrem umstritten. Ein Teil der Leute sagt, der Verkehr, der das Wort Aufsichtsrat liest, bedarf eines gewissen Schutzes, der geht davon aus, da wird durch unabhängige Stellen überwacht, dass die Geschäftsführer sich im Rahmen ihrer Pflichten halten und dass da keine pflichtwidrigen Verhaltensweisen auftauchen. Ein anderer Teil der Literatur sagt, das stimmt so nicht. Der Begriff Aufsichtsrat hat für den Verkehr als solches keine Wirkung, denn der Aufsichtsrat ist ein rein internes Organ. Damit kann er auch kein Vertrauen verursachen, dass intern etwas passiert. Und insofern kann man über alles Aufsichtsrat drüber schreiben, was man gerne als Aufsichtsrat hätte. Ob man da jetzt drüber schreibt, Beirat, Aufsichtsrat oder Expertenrat, spielt für den Verkehr keine große Rolle. Die wohl herrschende Meinung sagt, Aufsichtsrat muss zumindest ein bisschen Ähnlichkeit mit Aktienrecht haben. Das heißt, wenn diese Merkmale fehlen, darf man es nicht mehr als Aufsichtsrat bezeichnen, sondern muss einen anderen Namen nehmen. Nennt es dann Beratungsrat, Beratungsorgan. Gut, ein unheimlich wichtiger Streit. Ich habe Ihnen gesagt, das ist der fakultative Aufsichtsrat und ich habe Ihnen auch schon angekündigt, es gibt Fälle, in denen eine GmbH einen Aufsichtsrat haben muss, nämlich dann, wenn sie der Arbeitnehmer Mitbestimmung unterliegt. Und grundsätzlich ist es so, dass für eine GmbH ganz entscheidend ist, ob es ein freiwilliger Aufsichtsrat ist,
den sie aufgrund ihrer eigenen Satzung eingerichtet hat, oder ein erzwungener Aufsichtsrat, der nur deshalb entstanden ist, weil die Satzung das so, weil sie eine bestimmte Arbeitnehmerzahl überschreiten. Denn das Ganze hat extreme Folgen bezüglich der Kompetenzen. Ein Pflichtaufsichtsrat ist nicht frei in der Satzung ausgestaltet, sondern er hat gewisse Mindestrechte. Im Mitbestimmungsgesetz hat er zum Beispiel sogar die Kompetenz, den Geschäftsführer zu bestellen und abzuberufen. Das heißt, es ist ganz entscheidend, ob es ein Pflichtaufsichtsrat oder ein freiwilliger Aufsichtsrat ist. Und man kann sich vor Gericht dann darüber streiten, ob die GmbH einen Aufsichtsrat haben muss. Dazu gibt es ein sogenanntes Statusverfahren. Und dieses Statusverfahren wird dann vor dem Landgericht durchgeführt. Es wird diskutiert, hat sie 500 Arbeitnehmer bzw. 2000 Arbeitnehmer. Wenn Sie einmal einen pflichtigen Aufsichtsrat haben, bleiben Sie grundsätzlich dabei bis zu dem Moment, dass Sie gerichtlich feststellen lassen, dass Sie weniger Arbeitnehmer haben oder der Geschäftsführer das amtlich bekannt macht, dann gelten Sie wieder als klein und Ihr Aufsichtsrat kann als freiwillig weitergeführt werden oder ganz wegfallen. Wenn ich Ihnen sage, Arbeitnehmerbeteiligung im Aufsichtsrat, können Sie es natürlich freiwillig machen. Sie können freiwillig nette Arbeitnehmer in den Aufsichtsrat setzen und sagen, guckt euch das mal an. Das ist rechtlich grundsätzlich möglich. Umstritten ist aber, was denn hier gilt, wenn Sie die Arbeitnehmer zu einem bestimmten Stimmverhalten zwingen und sagen, ihr müsst so abstimmen, wie der Betriebsrat es euch sagt. Oder ihr müsst so abstimmen, wie die Gewerkschaft das Ganze sagt. Zudem ist fraglich, ob Sie Dritten erlauben können, die Aufsichtsratsmitglieder einfach so zu bestellen, ohne dass die Gesellschaft ein Mitspracherecht haben. Das heißt, Sie können Arbeitnehmer beteiligen, in welchem Umfang das geht, ist aber im Einzelnen streitig. Der freiwillige Aufsichtsrat kann aus einer Person bestehen. Das ist ein weniger Rat, das ist dann Aufsicht. Dann haben Sie einen Menschen, der ist der Aufsichtsrat. Das ist anders als im Aktienrecht, da wissen Sie, Sie brauchen mindestens drei. Hier reicht einer. Es gibt aber eine praktische Obergrenze. Wenn Sie 100 Leute da haben, werden die nie eine Entscheidung fällen können. Das heißt, in dem Moment, wo die Entscheidungsfindung unmöglich wird, haben Sie zu viele. Und man sagt so, ab 30 wird es dann irgendwann problematisch. Eine Teilbarkeit durch drei, die wir früher mal im Aktiengesetz hatten, oder auch nur eine ungerade Mitgliederzahl, brauchen Sie nicht. Sie können also einen Aufsichtsrat schaffen, der sich regelmäßig in Pattsituationen begibt. Das heißt 2:2 oder 3:3 oder 4:4 ist alles kein Problem. Wenn Sie keine Zahl nennen, gelten die Vorschriften des Aktiengesetzes analog, dann brauchen Sie drei. Auch der GmbH-Aufsichtsrat macht dasselbe wie der in der AG. Er überwacht die Geschäftsführung. Dazu müssen die Geschäftsleiter ihm Auskünfte erteilen. Er hat Einsichtsrechte und kann regelmäßig Berichte verlangen. Der Aufsichtsrat in der GmbH kann zudem den Jahresabschluss prüfen bzw. prüfen lassen und liefert dazu einen Bericht. Allerdings stellt er den Jahresabschluss nicht fest. Die Feststellung des Jahresabschlusses folgt durch die Gesellschafterversammlung. Das heißt, diese Macht hat der Aufsichtsrat in der GmbH nicht. Wenn Abschlussprüfer erforderlich sein sollten, Sie wissen, die meisten GmbHs sind nicht abschlussprüfungspflichtig, dann bestellt der Aufsichtsrat die Abschlussprüfer und schließt mit denen den Vertrag. Und der Aufsichtsrat vertritt die Gesellschaft gegenüber den Geschäftsführern, allerdings nicht in den Fällen, die in 46.8 stehen, das heißt bei Streitigkeiten über Pflichtverletzungen. Und es gibt auch nicht die Möglichkeit, Sachen an die Aufsichtsratsmitglieder zuzustellen. Da gilt nach 35 Absatz 1 Satz 2 vorrangig, dass die Gesellschafter Empfangsvertreter der GmbH sind. Der fakultative Aufsichtsrat ist nicht zuständig für alles, was mit den Geschäftsführern zu tun hat. Das heißt, die Bestellung, Abberufung und Anstellung der Geschäftsführer erfolgt
durch die Gesellschafter. Der Grund dafür ist, der 52 verweist nicht auf 84 Aktiengesetz. Das heißt, die Bestellung bleibt da, wo sie ursprünglich mal war. Die Gesellschafter bleiben zuständig für die Auswahl und Abberufung der Geschäftsführer. Sie können das aber ändern. Sie können sagen, der Aufsichtsrat soll auch die Geschäftsführer auswählen. Dann können die Gesellschafter nur noch aus wichtigem Grund abberufen. Alles andere haben sie freiwillig aufgegeben. Das müssen sie aber ausdrücklich in der Satzung machen, sonst bleibt die Kompetenz weiter bei ihnen. Die Geschäftsführung liegt ebenfalls nicht beim Aufsichtsrat. Der Aufsichtsrat hat also grundsätzlich nicht mal die Möglichkeit, Notgeschäftsführung zu führen, aber die Satzung kann dem Aufsichtsrat auch Geschäftsführungsbefugnisse einräumen. Das heißt, Sie können sagen, bestimmte Entscheidungen treffen der Aufsichtsrat und die Geschäftsführer im Einvernehmen. Oder er kann sagen, Grundstücksverkäufe müssen grundsätzlich vom Aufsichtsrat beschlossen werden und nicht von den Geschäftsführern. Das heißt, 111 Absatz 4 Aktiengesetz gilt nicht für den Aufsichtsrat. Möglich sind aber auch ohne besondere Regelung Zustimmungsvorbehalte. Das heißt, dass der Aufsichtsrat sagt, bestimmte Maßnahmen bedürfen meiner Zustimmung und sonst sind sie unwirksam. Im Innenverhältnis, nicht im Außenverhältnis. Ja, der Aufsichtsrat hat grundsätzlich hier relativ wenig organisatorische Vorgaben. Das heißt, die 107 bis 109, die Regeln, wie ein Aufsichtsrat intern organisiert wird, wie oft er sich trifft und Ähnliches, finden im GmbH-Gesetz keine Anwendung. Anwendung findet nur 110 Aktiengesetz, wo drin steht, dass der Aufsichtsrat sich mindestens viermal im Jahr, davon zweimal im Halbjahr treffen soll und wie die Einberufung erfolgt. Weil hier im Gesetz nichts drinsteht, kann man entweder was in die Satzung reinschreiben oder der Aufsichtsrat kann sich eine Geschäftsordnung geben, wo er das selber im Detail regelt. Ja, also wenn man sagt, wir treffen uns alle bei Skype, können Sie das in Ihre Geschäftsordnung schreiben. Genauso können Sie sagen, bei unseren Sitzungen soll die Geschäftsführer anwesend sein. All das können Sie regeln. Was ebenfalls denkbar ist, wenn Sie an was nicht gedacht haben, können Sie die Regeln aus dem Aktiengesetz analog heranziehen, mit der Überlegung, naja, ein Ausschuss, der über Finanzen berät, mag auch in der GmbH sinnvoll sein, wenn da entsprechende Fachkompetenzen sind. Das heißt, auch ohne Satzungsregelung und ohne Geschäftsordnung kann man notfalls Regeln aus dem Aktiengesetz entsprechend heranziehen. Auch im Aktiengesetz nicht geregelt ist, was passiert, wenn ein Aufsichtsratsbeschluss rechtswidrig ist. Das heißt, er verstößt gegen das Gesetz oder die Satzung. Relativ unstreitig auch im Aktiengesetz ist, dass Sie dann auf keinen Fall die Regelungen zur Anfechtungsklage oder Nichtigkeitsklage in der Hauptversammlung entsprechend anwenden können. Das hat nichts miteinander zu tun. Hauptversammlung ist halt eine Massenveranstaltung, Aufsichtsrat ist ein Expertengremium und im Expertengremium gibt es keine Anfechtungs- oder Verpflichtungsklage. Deshalb sagt man, sind Beschlüsse, die rechtswidrig sind, nach 134 BGB grundsätzlich auch nichtig. Davon macht man aber aus praktischen Gründen zwei Ausnahmen. Die erste Ausnahme ist, man sagt, wenn es eine bloße Ordnungsvorschrift ist, eine Vorschrift, die nur das Verfahren betrifft, ohne dass sie einen materiellen Gerechtigkeitsgehalt hat, dann führt eine bloße Ordnungsvorschrift nicht zur Nichtigkeit, sondern ist irrelevant. Das haben wir so ähnlich auch, wenn Sie mal die Parallele ziehen wollen, im Sachenrecht, bei der Pfändung oder im Zwangsvollstreckungsrecht. Auch da gibt es bloße Ordnungsvorschriften. Wenn gegen die verstoßen wird, hat das keine Auswirkung auf die Wirksamkeit. Die zweite praktische Ausnahme ist die Verwirkung. Man sagt, wenn sich lange genug keiner beschwert, wird es wohl nicht so schlimm gewesen sein und dann wird auch der rechtswidrige Beschluss als wirksam behandelt und es wird gesagt, naja, dann darf ihn keiner mehr geltend machen. Die Rechtswidrigkeit ist dann sozusagen verwirkt. Ansonsten aber nichtig ist nichtig
und nicht etwa schwebend unwirksam oder schwebend wirksam. Ja, wie wird man Aufsichtsratsmitglied und wer kann Aufsichtsratsmitglied werden? Grundsätzlich sind die Anforderungen sehr niedrig. Aufsichtsratsmitglied werden kann jeder, der unbeschränkt geschäftsfähig ist. Unstreitig kann in Deutschland auch ein Minderjähriger Aufsichtsratsmitglied werden, wenn die Satzung das vorsieht, denn die vertreten ja nicht nach außen und treffen auch keine Entscheidungen im Grundsatz. Insofern kann das auch jemand machen, der nur beschränkt geschäftsfähig ist. Umstritten ist, ob man auch eine juristische Person in den Aufsichtsrat setzen kann. In der Aktiengesellschaft geht das nicht, weil wir in der Aktiengesellschaft das Prinzip haben, dass die Aufsichtsratsmitglieder persönliche Verantwortung übernehmen. In der GmbH, weil da eh keine feste Kompetenz besteht, könnte man auf die Idee kommen, dass das auch flexibel gehandhabt wird. Das ist in der Literatur hoch umstritten. In der GmbH gilt Satzungsfreiheit, das heißt, Sie können auch Qualifikationsmerkmale vorschreiben. Sie können sagen, wer bei uns in den Aufsichtsrat kommen will, muss Mitglied der Familie sein. Also wenn Sie so eine Mafia-Gesellschaft haben, sagen Sie, nur Verwandte dürfen in den Aufsichtsrat. Sie können auch Kompetenzen sagen. Unsere Aufsichtsratsmitglieder müssen mindestens 5 Semester Jura studiert haben oder müssen ein Staatsexamen mindestens mit der Note sehr gut gemacht haben. Das können Sie in die Satzung reinschreiben und dann müssen Sie entsprechende Aufsichtsratsmitglieder finden. Grundsätzlich gilt das AGG, das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz, in dem Moment, wo Sie anfangen, den Aufsichtsratsmitgliedern Geld zu bezahlen. Und zwar mehr Geld als die bloße Aufwandsentschädigung für Anreise, Übernachtung und Abreise. Wenn Sie denen also ein Gehalt zahlen, auch wenn das nur sehr niedrig ist, kommen Sie ins AGG rein und dürfen niemanden nach den Kriterien Alter, Geschlecht, sexuelle Orientierung und Art und Rasse und Herkunft nicht ungleich behandeln gegenüber anderen. Das heißt, auch da gilt Diskriminierungsverbot, wenn Sie anfangen, dem Aufsichtsrat Geld zu geben. Solange der umsonst tätig ist, können Sie da rassistisch sein ohne Ende. Sie sagen, hier dürfen nur Russen in den Aufsichtsrat. Hier dürfen nur, weiß ich nicht, Chinesen in den Aufsichtsrat. Das können Sie sagen und dann darf kein anderer rein, dann sind alle anderen disqualifiziert. Wir machen Aufsichtsrat nur Frauen, völlig okay, solange Sie nicht anfangen, den Leuten Geld zu zahlen. Wer kann nicht Aufsichtsratsmitglied werden? Grundsätzlich jeder, der abhängig ist vom Vorstand. Wenn jemand sozusagen dem Vorstand gegenüber weisungsunterworfen ist, kann er ihn nicht überwachen. Also zum Beispiel, Sie haben den Arbeitnehmer A und der Geschäftsführer sagt, hör mal, du sagst nichts, sonst fliegst du, dann ist der Arbeitnehmer keine geeignete Überwachungsperson. Das heißt, der Aufsichtsrat muss eine gewisse Unabhängigkeit gewähren und dazu dienen die Vorschriften von 100 und 105 Aktiengesetz. Unanwendbar ist zunächst mal 100 Absatz 2 Nummer 1, wo drin steht, es gibt eine Höchstzahl der Aufsichtsratsmandate, die ich haben kann. Man sagt, in einer GmbH ist das Risiko nicht so groß wie in einer AG, daher kann ich in ganz vielen GmbHs im Aufsichtsrat sein. Ich kann hunderte von GmbHs beglücken. Wenn ich meine, ich kriege das hin und die mir das anvertrauen, ist das mein Risiko. Wenn ich halt Mist baue, hafte ich. Auch 100 Absatz 2 Nummer 2 Aktiengesetz findet keine Anwendung. Das heißt, diese Überkreuzverflechtung. Und auch 100 Absatz 2 Nummer 3, der Wechsel von der Geschäftsführung in den Aufsichtsrat. Das heißt, diese formalisierten Mechanismen, die verhindern sollen, dass der Aufsichtsrat eine Interessenkollision hat, greifen alle nicht ein. Sie dürfen nur nicht gleichzeitig Geschäftsführer und Aufsichtsrat sein. Alles andere kann Ihnen aber nach dem Gesetz nicht verboten sein.
weil die Sache keine parallele Wertung hat, weil der Aufsichtsrat halt viel schwächer ist als in der AG. Wie man Aufsichtsratsmitglied wird, ist grundsätzlich ganz normal, wie jeder andere Beschluss in der GmbH. Das bedeutet, die Gesellschafter machen hier irgendwie ein Wahlverfahren. Dieses Wahlverfahren kann grundsätzlich auch durch Umlaufverfahren erfolgen. Sie müssen sich also nicht treffen, Sie können einfach sagen, wir wollen den und seid ihr alle einverstanden, wir alle sagen ja, hat man kein Problem. Sie können aber auch ganz andere Mechanismen als die Wahl wählen. Sie können sagen, jeder Gesellschafter bestimmt ein Aufsichtsratsmitglied. Oder, was wir gesehen haben bei unserer Familiengesellschaft, jeder Familienstamm wählt ein Aufsichtsratsmitglied. Die Söhne von Opa Alois wählen den und die Söhne von Uronkel Adolf wählen den anderen. Dann hat jeder Familienstamm ein Aufsichtsratsmitglied, das können Sie so konstruieren. Sie können sagen, die Stadt Bonn bestimmt einen und die anderen bestimmen den anderen. Das ist völlig okay, können Sie in die Satzung so reinschreiben. Das Einzige, was nicht geht, ist, dass Sie sagen, die Geschäftsführer wählen den Aufsichtsrat. Der Grund dafür sollte auf der Hand liegen, wenn die Geschäftsführer ihren eigenen Aufsichtsrat wählen, dann gibt es eine gewisse Interessenkollision. Denn wenn ich den wähle, der mich beaufsichtigen soll, wähle ich natürlich den, der am wenigsten Aufsicht ausübt. Wenn ich Ihnen sage, Sie können auswählen, wen Sie als Aufsicht bei der Klausur haben, und dann sagen Sie, ich hätte gerne Frau Puppe, dann haben Sie halt Glück gehabt. Jetzt überlegen Sie alle, warum es schlau wäre, Frau Puppe zu wählen. Wenn Sie das rausfinden, dann haben Sie halb gewonnen. So, weil die Strafrechtlerin ist natürlich viel netter ist als ein Zivilrichter. Was nicht passiert in der GmbH ist, dass das Gericht ein Aufsichtsratsmitglied bestellt, wenn die Gesellschafter sich nicht einigen können. Warum nicht? Weil ja die Gesellschaft handlungsfähig bleibt, auch wenn es keinen Aufsichtsrat gibt. Die Gesellschaft ist immer handlungsfähig, weil ja die Geschäftsführer von den Gesellschaftern gewählt werden. Dafür brauche ich keinen Aufsichtsrat. Das heißt, der Aufsichtsrat ist ein reiner Luxus und deshalb bestimmt das Gericht auch keine Aufsichtsratsmitglieder. Selbst wenn die Satzung reinschreibt, wenn wir uns nicht einigen können, bestimmt das Gericht ein Aufsichtsratsmitglied, hat das keine rechtlichen Konsequenzen. Das wäre ein Vertrag zu Lasten Dritter, nämlich ein Vertrag zu Lasten des Gerichts. Und Sie können das Gericht nicht verpflichten, für Sie kompetente Leute rauszusuchen. Das Gericht ist kein Headhunter. Und deshalb gilt diese Regelung hier nicht. Im Aktienrecht ist das anders. Eine AG kann nur funktionieren, wenn es Aufsichtsrat und Vorstand gibt. Das heißt, in der AG muss ein Aufsichtsrat bestellt sein und wenn die Hauptversammlung keinen wählt, dann muss das Gericht einen Ersatz bestellen. Nochmal, in der GmbH hat der Aufsichtsrat eh nichts zu sagen und deshalb gibt es auch diesen Mechanismus nicht. Die Aufsichtsratsmitgliedschaft ist nicht vererblich. Das heißt, wenn Sie sterben, wird Ihr Posten frei und man muss gucken, was dann passiert. Sie können außerdem auch jederzeit sagen, ich habe die Nase voll und Ihr Amt niederlegen. Sie sind nicht auf Lebenszeit Aufsichtsratsmitglied. Wie lange Sie im Aufsichtsrat bleiben, ist Ihre Sache und Sie dürfen dann sagen, jetzt habe ich keine Lust mehr. Ausnahmen auch hier, ähnlich wie beim Geschäftsführer, Amtsniederlegung zur Unzeit. Wenn Sie genau wissen, das Ganze geht morgen den Bach runter, dann dürfen Sie nicht um 23.59 Uhr das Amt niederlegen und sagen, ha, gerade noch rechtzeitig davongekommen, sondern dann müssen Sie die Krise auch noch aushalten und den Insolvenzantrag stellen. Das heißt, da kommen Sie nicht davon. Ebenfalls verlieren Sie die Anstellung, wenn Sie geschäftsunfähig werden oder wenn Sie sonst die Qualifikationen verlieren. Das heißt zum Beispiel, wenn gesagt worden ist, Sie müssen mindestens ein sehr gutes Examen haben und Ihr Examen wird wegen Täuschungsversuch für nichtig erklärt, dann endet damit auch Ihre Amtsstellung im Aufsichtsrat. Schließlich endet das Aufsichtsratsamt auch ganz offensichtlich, wenn die GmbH aufhört zu existieren. Wenn die GmbH aus dem Register gelöscht wird, gibt es niemanden mehr, von dem Sie Aufsichtsrat sein können. Das heißt, dann endet auch automatisch Ihr Amt. Ansonsten kann man in der Satzung regeln, wie lange Sie Aufsichtsratmitglied sein sollen. Sie können sagen, für 2 Jahre. Sie können sagen, bis eine bestimmte Kennziffer überschritten oder unterschritten wird. Sobald wir mehr als 1 Million Verlust haben, fliegst du. Das können Sie in die Satzung alles reinschreiben.
Im Zweifel gilt allerdings, dass man Aufsichtsratsmitglied auf Lebenszeit ist, mit der jederzeitigen Möglichkeit der Abberufung. Das heißt, die Gesellschafter können jederzeit sagen, wir wollen dich nicht mehr, und dann ist man weg. Solange die nichts sagen, bleibt man auf ewig Aufsichtsrat. Als Professor braucht man dafür eine Nebentätigkeitsgenehmigung, kann ich Ihnen schon sagen. Das ist also nicht ganz so einfach mit lebenslang. Die Abberufung erfolgt grundsätzlich nicht mit einfacher Mehrheit, sondern braucht eine qualifizierte Mehrheit, nämlich die Dreiviertelmehrheit. Auch hier kann die Satzung aber anderes regeln, weil man sagt, nö, wir möchten gerne, dass die Leute schnell austauschbar sind, das heißt, sie können einfache Mehrheit vorsehen. Möglich ist aber auch eine noch höhere Mehrheit bis hin zur Einstimmigkeit, außer es liegt ein wichtiger Grund vor. Grundsätzlich bekommen Aufsichtsratsmitglieder in der GmbH kein Geld. Sie bekommen jedoch Aufwendungsersatz analog § 670, hergeleitet aus § 27 BGB, der sagt, für den Vorstand gilt Auftragsrecht. Das gilt entsprechend auch für die Geschäftsführer und damit haben Sie einen Anspruch auf Aufwendungsersatz. Wenn Sie also Anreisekosten haben, Verpflegungskosten, Übernachtungskosten, Papierkosten, die kriegen die Aufsichtsratsmitglieder ersetzt. Was sie nicht kriegen, ist ein Gehalt. Was anderes gilt nur dann, wenn die Gesellschafter das ausdrücklich beschließen. Die Gesellschafter können also in die Satzung reinschreiben, die Aufsichtsratsmitglieder erhalten ein Gehalt. Sie können das aber auch im Einzelfall durch Beschluss machen. Wenn Sie eine solche Vergütung vereinbaren, dann sollte diese Vergütung auch angemessen sein. Sie können also nicht 1 Million an den Aufsichtsrat zahlen, weil das wäre eine verdeckte Gewinnausschüttung möglicherweise oder ein existenzvernichtender Eingriff. Über eine Vergütung hinaus können Sie mit denen sogar einen Dienstvertrag abschließen. Sie können sagen, der Aufsichtsrat soll als Berater für Sie tätig werden und soll Ihnen gute Tipps geben. Genauso wie ein Headhunter oder eine Unternehmensberatung können das auch in-house machen. Wenn Sie eine solche Anstellung haben, gilt dafür dasselbe wie beim Geschäftsführer. Dann muss im Vertrag geregelt sein, welche Rechte und Pflichten da sein sollen. Wenn es Urlaubsansprüche geben soll, müssen die auch geregelt sein. Sonst gilt ganz knallhart, wer nicht kommt, kriegt kein Geld. Letzter Punkt. Es gibt keinen Gleichbehandlungsanspruch unter den Aufsichtsratsmitgliedern. Wenn Sie also Aufsichtsratsmitglied werden und wissen, Ihr Kollege verdient 1 Million im Monat, heißt das noch lange nicht, dass Sie Geld kriegen müssen. Es kann sein, dass Sie umsonst arbeiten müssen und der Kollege 1 Million kriegt. Da gibt es keinerlei Anspruch auf Gleichbehandlung. Da hat jeder sein eigenes Glück in der Hand. Wenn man also gut verhandelt, kriegt man Geld. Wenn man schlecht verhandelt, kriegt man nur die Ehre. Ein anderer Weg, wie Aufsichtsratsmitglieder zu Geld kommen können, ist durch Beratungsverträge. Der Grund dafür ist einfach, in den Aufsichtsräten sitzen oft Anwälte und Wirtschaftsberater, die man auch gerne für sonstige Aufträge in Anspruch nimmt. Wenn der Anwalt sozusagen Ihnen schlaue Tipps geben soll, können Sie ihn auch als Anwalt beauftragen. Da sagt das Gesetz, wenn Sie mit einem Aufsichtsrat oder dessen Kanzlei einen Beratungsvertrag abschließen, findet § 114 Aktiengesetz entsprechende Anwendung und es müssen alle Aufsichtsratsmitglieder zustimmen. Wenn auch nur eins dagegen ist, darf kein Beratungsvertrag abgeschlossen werden. Wird einfach so der Vertrag abgeschlossen, ohne dass man vorher alle gefragt hat, ist der Vertrag nichtig und das erzahlte Geld ist zurückzuzahlen und es gibt keine Möglichkeit dann mit der 812er, 818-2 Forderung aufzurechnen. Man zahlt komplett zurück und das Geld ist weg. Das bedeutet, praktisch ist es schlau, wenn man als Aufsichtsratsmitglied das mit den Kollegen gut abspricht. Ansonsten ist es eher schlau, nicht Aufsichtsratsmitglied zu werden. Dann kann man nämlich das Geld einfacher und schneller kriegen als Hausanwalt oder als Hausberater. Was macht so ein Aufsichtsrat den ganzen Tag? Nun, grundsätzlich bereitet er Entscheidungen des Geschäftsführers vor und nach.
Dazu muss er zunächst mal sich informieren. Er darf dem Geschäftsführer nicht vertrauen. Der Aufsichtsrat ist per se misstrauisch und muss sich alle Unterlagen ansehen, alle Entscheidungen hinterfragen und sich gründlich informieren. Damit das möglich ist, hat er umfassende Informationsrechte. Das heißt, es gilt hier § 90 und 111 Absatz 2 Aktiengesetz entsprechend. Er hat Anspruch auf Einsicht in Unterlagen, er hat Anspruch auf Auskunft gegen den Vorstand und der Aufsichtsrat kriegt auch regelmäßig Berichte darüber, was die Geschäftsführer denn eigentlich tun. Weil er so gut informiert ist, darf er aber auch nicht einfach rausplappern. Ich habe Ihnen gesagt, es ist unverzichtbar, dass der Aufsichtsrat eine Schweigepflicht hat. Der Aufsichtsrat darf über das, was er in seiner Organrolle erfährt, niemandem etwas sagen. Das ist geheim. Wenn er trotzdem anfängt, Sachen auszuplappern, ist das sogar strafbar. Dann kommt er ins Gefängnis. Das heißt, das sollte er sich gut überlegen. Zudem hat der Aufsichtsrat eine Treupflicht. Die Treupflicht besteht darin, dass er, wenn er eine Chance sieht, darauf hinweisen muss und wenn er Risiken sieht, darüber warnen muss. Er darf nichts tun, was der Gesellschaft schadet und muss alles tun, was der Gesellschaft nutzt. Er ist also ähnlich gebunden wie der Geschäftsführer oder die Gesellschafter. Ganz so weit geht seine Pflicht aber nicht. Weil er ja eine geringere Macht hat, hat er auch die Möglichkeit, nebenbei ein Konkurrenzunternehmen zu betreiben. Dann greift nur die Geheimhaltungspflicht. Er darf halt nicht die Informationen, die er da erlangt, für sich selber nutzen. Was der Aufsichtsrat nicht darf in der GmbH, ist an den Gesellschaftsversammlungen teilnehmen. Wenn die Gesellschaft den Aufsichtsrat zulassen, ist das eine schöne Sache. Kraft Gesetzes hat er kein Recht, an der Entscheidungsfindung der Gesellschaft teilzunehmen. Das heißt, er ist sozusagen ein völlig unabhängiges Organ, was über allem schwebt und nicht aktiv in die Entscheidungsfindung eingebunden ist. Wenn die Gesellschaft ihn auffordern, darf er kommen, sonst halt nicht. Der Aufsichtsrat hat nicht nur einen Spaßjob, der Aufsichtsrat haftet nach 116 Aktiengesetz auch für Pflichtverletzungen. Anders als in der Aktiengesellschaft und für die Geschäftsführer GmbH ist das aber dispositiv. Sie können einen Aufsichtsrat machen, der für nichts haftet. Das ist GmbH-rechtlich möglich. Selbst wenn Sie das nicht machen wollen, können Sie ihn auch voll versichern, ohne Selbstbehalt. Sie können sagen, das zahlt alles eine Versicherung. Sie müssen den Aufsichtsrat nicht in die Haftung nehmen. Die Gesellschafter können auch jederzeit auf die Inanspruchnahme des Aufsichtsrats verzichten. Ein solcher Erlass ist ebenfalls formlos möglich. Es findet keine Anwendung 93 Absatz 3 bis 6, denn für die Geschäftsführer haben wir auch keine Beschränkung von Vergleich und Verzicht. Dann kann für den Aufsichtsrat nichts Strengeres gelten als für die Geschäftsführer, denn der hat ja auch weniger zu sagen. Der Aufsichtsrat muss auch Ansprüche gegen die Geschäftsführer geltend machen, soweit nicht 46 Nummer 8 entgegensteht. Und die Ansprüche gegen den Aufsichtsrat verjähren nach 52 Absatz 3 GmbH-Gesetz in 5 Jahren. Das ist ähnlich wie beim Geschäftsführer. Sie können kein geheimes Aufsichtsratsmitglied sein. Die Aufsichtsratsmitglieder werden im Handelsregister offengelegt. Allerdings werden die nicht eingetragen und bekannt gemacht, sondern sie reichen einfach nur eine Liste ein. Liste hatten wir schon mal, nämlich bei den Gesellschaftern. Hier gilt das Gleiche. Das wird nicht vom Gericht überprüft. Sie reichen einfach die Datei ein, auch ohne Notar, und die wird einfach zu den Akten genommen und ist dann einsehbar. Es gibt keine Kontrolle, es gibt keine Bekanntmachung. Wenn ein Dritter die abrufen will, muss er dafür 1,50 Euro zahlen. Also kann man sich angucken, wenn Sie mal gucken wollen, wer im Aufsichtsrat sitzt. Ansonsten, wenn Sie es kostenlos sehen wollen, eine Gesellschaft, die ihren Jahresabschluss offenlegt im elektronischen Bundesanzeiger, können Sie gucken, www.unternehmensregister, tippen die Firma ein und gucken sich den Jahresabschluss an. Im Jahresabschluss steht drin, wer im Aufsichtsrat sitzt. Das heißt, die gleichen Angaben, die auf der Liste für 1,50 Euro sind, kriegen Sie da umsonst, aber eben nur einmal im Jahr aktualisiert. Letzte Möglichkeit, wie Sie einen Aufsichtsrat rausfinden können,
Den Vorsitzenden finden Sie auf jedem Geschäftsbrief. Egal, ob der Geschäftsbrief auf Papier kommt oder per E-Mail kommt, der Aufsichtsratsvorsitzende steht immer ausdrücklich drauf. Mit Namen und wissen dann, wer das ist. Dr. Müllmeier-Lindemann, dann wissen Sie, den können Sie in die Haftung nehmen. Das war jetzt der freiwillige Aufsichtsrat. Ich hoffe, Sie haben gesehen, da können Sie eigentlich machen, was Sie wollen im Wesentlichen. Sie müssen nur gewisse Grundregeln einhalten, sonst haben Sie möglicherweise Probleme, wenn Sie es Aufsichtsrat nennen. Wie sind die Zahlen denn in der Praxis? Gibt es viele Aufsichtsräte in den GmbHs versus eher im Ausland? In den kommunalen GmbHs gibt es immer Aufsichtsräte. Also wenn die Stadtwerke haben oder Stadthallen, die haben immer alle Aufsichtsräte. In den kleingewerblichen GmbHs, wenn irgendwie Handwerker Müller Autowerkstatt GmbH ist, die haben nie einen Aufsichtsrat. Das heißt, es hängt sehr davon ab, in welcher Struktur sie drin sind. Die Start-ups haben mitunter einen Aufsichtsrat, eben weil sie Venture Capital kriegen. Also wenn Sie jetzt sagen, wir entwickeln Plutonium-Brennstoffzellen für Autos, dann werden Sie im Zweifel einen Aufsichtsrat haben, weil die Leute Ihnen das Geld dafür geben, also die Scheichs oder keine Ahnung was, die wollen repräsentiert sein und dafür gibt es einen Aufsichtsrat. Also es ist nicht selten. Es gibt eine ganze Reihe freiwilliger Aufsichtsräte in Deutschland. Aber eben nicht in jeder GmbH. Ich würde mal schätzen, von der Million GmbHs, die wir haben, ungefähr werden 200.000 Aufsichtsrat haben. Also nicht wenig, aber auch nicht wirklich die Mehrheit. Also eine sinnvolle Einrichtung. Das dritte Beteiligungsgesetz habe ich Ihnen schon gesagt. Das müssen Sie für die Klausur deshalb schon nicht wissen, weil Sie es nicht dabei haben. Was regelt das dritte Beteiligungsgesetz? Wenn Sie in der Regel mehr als 500 Arbeitnehmer haben. Sie wissen, damit ist gemeint, es gibt Saisonbetriebe. Wenn Sie ein Spargelfeld haben, haben Sie zu der Zeit, wo der Spargel kommt, viele Spargelstecher und danach haben Sie keine mehr. Oder wenn Sie ein Erdbeerfeld haben, gibt es eine Erdbeersaison, da haben Sie viele Arbeitnehmer und wenn es keine Erdbeeren gibt, haben Sie keine Arbeitnehmer. Dann ist es so, es kommt darauf an, was die Regelarbeitnehmerzahl ist, übers Jahr verteilt. Wenn Sie da auf mehr als 500 kommen und nach aktuellem Stand Arbeitnehmer in Deutschland, dann wird gesagt, müssen Sie mitbestimmt werden. Ihnen zugerechnet werden zudem alle Unternehmen, die Tochtergesellschaften sind, mit Beherrschungsvertrag. Das heißt, wenn Sie eine Tochtergesellschaft haben und mit der einen Beherrschungsvertrag geschlossen haben, was heißt Weisungen erteilen dürfen, wird so getan, als seien deren Arbeitnehmer Ihre Arbeitnehmer. Dann, wenn die Voraussetzungen erfüllt sind, müssen Sie einen Aufsichtsrat bilden und in diesem Aufsichtsrat muss, wie der Name schon sagt, Drittelbeteiligung, ein Drittel der Mitglieder Arbeitnehmervertreter sein. Wenn Sie also drei Mitglieder haben, muss einer von denen Arbeitnehmervertreter sein. Wenn Sie sechs Mitglieder haben, müssen zwei Arbeitnehmer sein. Und immer so weiter. Ja, einfaches System. Ein Drittel. Deshalb Drittelbeteiligung. Das Drittelbeteiligungsgesetz erklärt den 52 GmbH-Gesetz für unanwendbar. Stattdessen gibt es im Drittelbeteiligungsgesetz eine eigene Regelung in § 1 Absatz 1 Nummer 3 und die enthält ihrerseits eine Liste von aktienrechtlichen Normen. Der Unterschied von dem 52 zu dem Drittelbeteiligungsgesetz ist, dieser Verweis ist zwingend. Das heißt, wenn da eine Norm drinsteht, gilt die zwangsläufig auch für den Aufsichtsrat, wenn Sie mehr als 500 Arbeitnehmer haben. Die GmbH-Norm, da können Sie sagen, mache ich nicht, ist dispositiv. Hier ist es zwingend. Die Norm verweist aber nicht auf alle Vorschriften des Aktiengesetzes, zum Beispiel nicht auf die Bestellung des Vorstandes. Das heißt, der Geschäftsführer wird weiter von der Gesellschafterversammlung bestellt und diese Kompetenz hat der Aufsichtsrat nach dem Drittelbeteiligungsgesetz nicht. Zulässig ist aber eine Ergänzung, Sie können ihm also mehr Rechte geben, als im Drittelbeteiligungsgesetz drin steht. Sie können ihm aber nicht weniger geben. Und Sie können auch die Regeln nur insoweit ausgestalten, als es auch im Aktienrecht zulässig wäre. Das heißt, der Aufsichtsrat in dem Drittelbeteiligungsgesetz ist im Grunde ein Mini-Aktienaufsichtsrat, der nicht ganz die Kompetenzen hat, aber
zwingend ausgestaltet ist, ähnlich wie im Aktienrecht. So, der dritte Beteiligungsaufsichtsrat muss zwingend mindestens 3 Mitglieder haben. Sie haben eben gesehen, der Freiwillige kann auch nur 1 haben, hier mindestens 3. Und wenn Sie es erhöhen, muss es eine durch 3 teilbare Zahl bleiben. Die Idee dahinter ist ganz einfach. Wenn Sie ein Drittel haben wollen und haben 4 Mitglieder, wird das ein bisschen schwer zu berechnen. Damit muss es immer durch 3 teilbar sein. Und damit das Ganze funktionsfähig bleibt, hat das Gesetz auch absolute Höchstzahlen, wie viele Mitglieder Sie überhaupt insgesamt maximal haben dürfen. Und das ist größenabhängig. Ein Drittel dieser Teilnehmer muss Arbeitnehmer sein. Arbeitnehmer heißt, es ist jemand, der abhängig beschäftigt ist und der muss zusätzlich unternehmensangehörig sein. Er darf also nicht irgendwo Arbeitnehmer sein, sondern er muss Arbeitnehmer bei der GmbH sein. Wenn Sie 3 Vertreter haben, können Sie davon auch einen Gewerkschaftsfuzzi nehmen, der nicht in Ihrem Unternehmen beschäftigt ist. Wenn Sie nur Kleinunternehmer sind und nur maximal 6 Personen im Aufsichtsrat haben, muss davon mindestens einer unternehmensangehörig sein. Bei 6 müssen 2 unternehmensangehörig sein. Bei 9 können Sie halt was anderes machen. Die Aufsichtsratsmitglieder müssen zudem geschäftsfähig sein und hier gelten jetzt auch die Ausschlusstatbestände. Die dürfen nicht gleichzeitig Geschäftsführer einer Tochtergesellschaft oder Muttergesellschaft sein. Sie dürfen nicht gleichzeitig in einer bestimmten Zahl von Aufsichtsräten sein. Sie dürfen nicht gerade erst von der Geschäftsführung in den Aufsichtsrat gewechselt sein. All diese Verbote gelten jetzt hier auch. Die Begründung ist, dieser Aufsichtsrat hat deutlich mehr Kompetenzen und da sind Interessenkollisionen gefährlich. Im GmbH-Aufsichtsrat bestimmen Sie ja selber, was der darf und da besteht kein Konfliktrisiko. Da ist es nicht ganz so aufregend. Für die Wahl der Anteilseignervertreter gilt grundsätzlich 101 Aktiengesetz entsprechend. Für die Wahl der Arbeitnehmervertreter gilt das Drittelbeteiligungsgesetz. Das Drittelbeteiligungsgesetz bestimmt auch die Dauer der Aufsichtsratszugehörigkeit. Auch das geht nach Aktiengesetz. Sie haben also bis zur Gesellschafterversammlungszeit, die über das 4. Amtsjahr beschließt. Das heißt, maximal 5 Jahre sind Sie automatisch Aufsichtsrat. Sie können aber eine kürzere Amtszeit für die Anteilseignervertreter festlegen. Sie können also sagen, die Gesellschafterversammlung wählt häufiger als alle 5 Jahre und Sie können nach den 5 Jahren nochmal für 5 Jahre bestellen. Also Sie können das beliebig lange wiederholen. Nochmal im freiwilligen Aufsichtsrat, grundsätzlich auf Lebenszeit, hier maximal 5 Jahre. Sie können jederzeit aus wichtigem Grund abberufen mit 3/4 Mehrheit. Auch hier gilt, dass Sie eine Anregung in der Satzung treffen können. Auf wichtigen Grund kann jeder Gesellschafter einen Antrag stellen und einen Aufsichtsratsmitglied vom Gesetz abberufen lassen. Das heißt, das Gericht macht dann das, was normalerweise die Gesellschafter durch Beschluss machen können, etwa weil die alle befangen sind und total in die gut aussehende Frau verliebt sind und die nicht abberufen wollen, dann kann der einzige Vernünftige hingehen zum Gericht und sagen, ich möchte diese Frau durch eine andere Frau ausgetauscht haben, weil die alle verliebt sind und nicht unbefangen entscheiden können. Hier gelten dann auch die Vorschriften für Vergütung und Geschäfte mit Aufsichtsratsmitgliedern. Auch das ist hier streng reguliert. Und es gilt für die Vergütung eine Gleichbehandlung. Das heißt, wenn Sie einem 1 Million geben, müssen Sie allen 1 Million geben. Sie können nicht sagen, ich behandle die unterschiedlich. Für Beraterverträge besteht eine Zustimmungspflicht. Das war aber schon beim Freiwilligen Aufsichtsrat so. Und die Haftung ist hier zwingend. Das heißt, die Aufsichtsratsmitglieder haften selbst dann, wenn sie das nicht wollen. Sie können in der Satzung nicht ausschließen, die Haftung. Ein Verzicht ist ebenfalls nur mit relativ großem Aufwand möglich, nämlich nach 93 Absatz 4 Aktiengesetz. Der Grund dafür ist, dass hier der Aufsichtsrat auch Interessen der Arbeitnehmer vertritt und damit öffentliche Interessen und damit besonders wichtig sein soll. Für die innere Struktur, also Sachen wie Ausschüsse, Ablauf der Sitzungen, gelten ebenfalls die Vorschriften des Aktienrechts komplett. Das heißt, auch da ist man nicht mehr frei.
Im Hinblick auf die Aufgaben ist der Unterschied nicht ganz so groß. Der Aufsichtsrat muss auch hier überwachen und kontrollieren. Das sagen Sie, das hätten wir uns gleich gedacht, das heißt der Aufsichtsrat. Der Aufsichtsrat prüft hier den Jahresabschluss und bestellt den Abschlussprüfer. Auch hier erfolgt die Feststellung aber noch durch die Gesellschafter. Das heißt, der Aufsichtsrat entscheidet nicht, ob das alles so angemessen ist. Der prüft nur, ob es richtig ist. Der Aufsichtsrat hat hier die Möglichkeit, eine Gesellschaftsversammlung einzuberufen, wenn er meint, das wäre wichtig. Und der Aufsichtsrat vertritt die GmbH, wenn es keine Geschäftsführer gibt, im Hinblick auf den Empfang von Willenserklärungen. Auch das gilt hier entsprechend. Was der Aufsichtsrat im Wesentlichen nicht darf, ist die Abberufung und Bestellung von Geschäftsführern. Das heißt, das bleibt weiterhin bei der Gesellschaftsversammlung. Diese Macht hat der Drittelbeteiligungsaufsichtsrat nicht. Ebenfalls ausgeschlossen ist die Geschäftsführung, weil man eben keine Interessenkollisionen will. Aber der Aufsichtsrat kann genauso wie in der AG Zustimmungsvorbehalte vereinbaren und sagen, der Geschäftsführer darf erst dann handeln, wenn die Gesellschafter einverstanden sind. Die Aufsichtsratsmitglieder haben Informationsrechte, Einsichtsrechte und Auskunftsrechte. Und anders als beim freiwilligen Aufsichtsrat haben sie auch ein Recht, bei jeder Gesellschaftsversammlung eingeladen zu werden und da zu sein. Das ist aber nicht nur ein Recht, sondern auch eine Pflicht. Die Aufsichtsratsmitglieder müssen also da sein und Rede und Antwort stehen über ihre Tätigkeit. Deshalb werden sie auch persönlich über die Gesellschaftsversammlung informiert. Wenn Sie sich fragen, warum hier überall Aktiengesetz steht, der Grund ist dieser Paragraph 1 Drittelbeteiligungsgesetz, der sagt, es gelten die Vorschriften des Aktienrechts und damit eben genau diese Vorschriften. Ja, wenn ich hier schon über Mitbestimmung rede, muss man natürlich auch noch einen letzten Blick werfen auf das Mitbestimmungsgesetz. Das Mitbestimmungsgesetz von 1976 ist das Gesetz, um das die ganze Welt Deutschland beneidet, nämlich die paritätische Mitbestimmung. Arbeitnehmer und Investoren sitzen an einem Tisch und ziehen an einem Strang und die Arbeitnehmer und Investoren werden damit auf eine Richtung gepolt und wollen gemeinsam das Beste aus ihrem Unternehmen rausholen. Wie macht das Drittelbeteiligungsgesetz das? Es ist ganz einfach. Wenn Sie in der Regel mehr als 2000 Arbeitnehmer beschäftigen und nicht im Montanbereich tätig sind, gelten zwingend ganz viele Vorschriften des Aktienrechts. Das Mitbestimmungsgesetz ist eines der schwierigsten Gesetze, die man sich vorstellen kann, insoweit als es hochformalisiert ist. Das Mitbestimmungsgesetz sagt Ihnen zunächst mal exakt, wie viele Mitglieder im Aufsichtsrat sein müssen. Und die Regel ist ganz einfach, es muss eine durch zwei teilbare Zahl sein und damit sind wir dann bei 12, 16 und 20. Von diesen 12 Aufsichtsratsmitgliedern muss dann genau die Hälfte von den Arbeitnehmern gewählt werden und die andere Hälfte von den Gesellschaftern. Das heißt, 6 Arbeitnehmervertreter und 6 Anteilseignervertreter. Diese Zahlen steigen dann mit Unternehmensgröße auf 16 oder 20, das heißt entweder 8 zu 8 oder 10 zu 10. Und jetzt wird es spannend, wenn die gewählt sind, haben die Pflicht, einen Aufsichtsratsvorsitzenden zu wählen. Wenn sie sich nicht einigen können, das heißt, wenn keiner die Mehrheit kriegt, dann wählen die Anteilseigner, das heißt die Gesellschafter, den Aufsichtsratsvorsitzenden und die Arbeitnehmer den Stellvertreter. Wenn sie sich einigen, gilt derjenige, der mit Mehrheit gewählt wird, als Vorsitzender. Das Bundesverfassungsgericht sagt, das ist richtig so, weil sonst die Gesellschafter an ihrem Eigentumsgrundrecht verletzt würden und die würden enteignet für die Arbeitnehmer. Aber dadurch, dass die sozusagen den Vorsitzenden wählen, haben die genug mehr Rechte als die Arbeitnehmer. Und der Vorsitzende hat dann, wenn sich die anderen nicht einigen können, ein Doppelstimmrecht. Das heißt, dessen Stimme zählt eins mehr. Wenn es also genau 50-50 ausgeht, kann der Aufsichtsratsvorsitzende sagen, dann stimme ich dafür und dann gilt das, was der sagt.
Damit wird sichergestellt, dass die Gesellschafter immer noch eine Stimme mehr haben. Wenn man dagegen einen einzigen Gesellschafter nur umstimmt, gewinnen die Arbeitnehmer. So ist das einfache mathematische System dahinter. Das Ganze wäre noch relativ harmlos, aber spannend wird es dadurch, dass hier der Verweis auf Aktiengesetz fast vollständig ist. Im Drittelbeteiligungsgesetz haben wir schon gesehen, da finden ganz viele Normen zwingend Anwendung. Hier findet zusätzlich auch die Kompetenz zur Bestellung der Geschäftsführer Anwendung. Das bedeutet, wenn Sie eine GmbH haben mit mehr als 2000 Arbeitnehmern, dann müssen Sie a. einen Aufsichtsrat bilden, wo die Hälfte der Mitglieder Arbeitnehmervertreter sind, und zweitens müssen Sie auch den Geschäftsführer vom Aufsichtsrat wählen lassen und abberufen lassen. Das heißt, Sie verlieren Ihr Recht, den Geschäftsführer zu bestimmen. Ansonsten ist es aber auch hier wieder ein Aufsichtsrat, der nicht die Rechte der Gesellschaftsversammlung einschränkt. Bis auf diese Organbestellungskompetenz haben die Gesellschafterversammlungen weiterhin ihre Rechte. Die werden also nicht völlig entmachtet, aber der Aufsichtsrat hat hier erstmalig auch eine Geschäftsführungskompetenz in mittelbarer Hinsicht, indem er das Organ bestellt. Sie sehen also, je größer ein Unternehmen wird, desto mehr Arbeitnehmer es hat, desto stärker nimmt es der Gesetzgeber in die Pflicht, insofern als auch die Arbeitnehmerinteressen im Aufsichtsrat vertreten werden müssen, und desto mehr Macht kriegt dann auch der Aufsichtsrat. Ja, damit hätte ich alles gesagt, was man zum Aufsichtsrat in der GmbH sagen kann. Jetzt kommt die Gelegenheit, wo Sie ganz viele Fragen stellen müssen, damit wir noch 4 Minuten rumkriegen. Ja? Nein, die Kompetenzen sind exakt wie im Aktiengesetz, der 111 gilt entsprechend und auch der 116, das heißt auch die Haftung, wenn der Aufsichtsrat also nichts unternimmt, obwohl er weiß, dass der Vorstand Pflichten verletzt, haftet auch der GmbH-Aufsichtsrat. Er hat halt nur beschränktere Durchsetzungskompetenzen. Das heißt, wenn die Gesellschaftsversammlung beschließt, tu nichts, dann muss ich dran halten. Aber solange die Gesellschaftsversammlung nichts macht, hat er die Pflicht, da entsprechend auch die Gesellschaftsversammlung zumindest informieren und zum Einschreiten anzuhalten. Das heißt, da hat er nicht weniger Pflichten, der ist genauso in der Compliance-Pflicht wie in der Aktiengesellschaft. Gerade hier im Mitbestimmen, wo er halt auch deutlich mehr Kompetenzen hat. Ja, jetzt Fragen. Wie viel verdient ein Aufsichtsratsmitglied durchschnittlich in einer GmbH? Antwort: sehr wenig. Also ungefähr 3.000 Euro im Monat ist so der Schnitt. Da sagen Sie, ach, das ist nicht wenig, da verdiene ich ja weniger. Das ist wenig, ich muss auch versteuern. Und in der AG verdienen Sie deutlich mehr. Also, Sie hätten mal Herrn Krämer fragen sollen, wie viel der verdient. Das hätte Ihnen dann nicht gesagt. Aber das können Sie ja nachgucken, zumindest grob im Jahresabschluss. Ja, was noch? Ah, die wollen ja alle nur nach Hause. Dabei ist das hier ganz wichtig. Sie wollen alle mal Aufsichtsratsmitglieder werden, weil das ist wenig Arbeit für viel Geld. Denken Sie an Ihre Karriere. Dafür sind Sie jetzt qualifiziert. Ja, dann kann ich Ihnen noch sagen, der Aufsichtsrat haftet natürlich nicht für existenzvernichtende Eingriffe, weil er eh nicht entscheiden darf. Der Aufsichtsrat ist, wie gesagt, als Klausurthema weitgehend unspektakulär, außer wenn man Fragen stellt, halt, was darf ich als Aufsichtsrat bezeichnen, was nicht. Aber hier alles, was mit Pflichtaufsichtsrat zu tun hat, können Sie vergessen, weil Sie a. die Gesetze nicht haben und weil Sie b. kein Arbeitsrecht machen. Das heißt, das sind Themen, die Sie hier nicht interessieren müssen und wahrscheinlich auch im Leben nicht interessieren müssen, außer Sie wollen mal Unternehmen mit vielen Arbeitnehmern beraten. Dann fällt mir nicht viel weiter ein und
Wir sehen uns dann nächste Woche wieder mit ganz vielen spannenden Themen, nämlich konkret mit der GmbH und Co. KG, wenn ich es richtig sehe. Vielen Dank.